Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, herzlich willkommen. Wie geht's euch so? Dankeschön, mir auch gut. Leute, wir schauen heute in den Miguel Pablo Diss-Track rein von Mysep, Leute, ja. Wir haben uns ja schon den von Trailer Rap angesehen. Ich werde den oben ins E-Park, wenn ich es nicht vergesse. Ich werde es eh vergessen. Und es ist jetzt schon ein bisschen her. Der ist jetzt schon 6 Tage draußen, Leute. Aber ich habe ihn noch nicht gehört. Und ich bin sehr gespannt. Auch hier wieder bedürfen sich die krassesten, heftigsten Lines erwarten, weil der halt innerhalb von 2 Tagen geschrieben wurde, ja. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Innerhalb von 2 Tagen geschrieben, recorded, hochgeladen, alles gemacht. Mit Musikvideo, glaube ich sogar. Mit Musikvideo. Ein simples, aber trotzdem. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich würde sagen, wir luschern zusammen rein. Link zum Original ist ganz oben in der Beschreibung. Produziert das Ganze natürlich bei 50 Wink, Leute. Ein Ehrenmann. Und ja, ich bin gespannt, Freunde. Wir schauen rein. Let's go. Oh, ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen gehypt. Ich hoffe echt ein bisschen, dass er zerfleischt wird ein bisschen, Leute. Ich bin ehrlich. Ich red nicht von den Tattoos, wenn ich sag, du hast jetzt Scheiße an der Backe. Ich zerreiß den kleinen Fatzke. Ich bin Apache, überfahr dich mit nem Roller. Balenciaga, Givenchy. Sag, wo hast du keinen Schotter? Ich versteh das nicht. Oh, der Einstieg, okay, schon sehr, 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 sehr strong. Sehr, sehr strong. Fatzke, auch schon eine Beleidigung, hat mir letztens auch bei JGG, glaube ich. Ja, sehr stark bis jetzt, sehr stark bis jetzt. Apache, überfahr dich mit nem Roller. Balenciaga, Givenchy. Sag, wo hast du keinen Schotter? Ich versteh das nicht, wie kann man so behindert im Kopf sein? Wie? Der hat kein Geld, doch post auf Insta mit Off-White. Wahrscheinlich waren die von Kollegen geliehen. Genau. Bruder, ich glaub, du hast Probleme mit deinem Serotonin. Immer teure Kleidung, war du Hyperbeast-Model. Aber scheiße, bleibt doch scheiße in Designer-Klamotten. Der Beat geht auch schön nach vorne, der Beat ist so... So ein Beat ist das, Freunde. Immer teure Kleidung, war du Hyperbeast-Model. Aber scheiße, bleibt doch scheiße in Designer-Klamotten. Miguel macht Verarschung, weil der Kopf ist gefickt. So wie Escobar bei Narcos, ey, der Kopf ist gefickt. Voll pleite, oh. Aber die ey, stark, Mann. Mysep allein schon, das ist echt krasse Qualität für so kurze Zeit. Mysep ist ein krasser Texter. Kopf ist gefickt, so wie Escobar bei Narcos, ey, der Kopf ist gefickt. Voll pleite, aber die Patek heißt auf. Guck, entweder ist die Fake oder dein Schachzug nicht schlau. Das Hyperbeast fickt Eis dort in der Modeboutique. Doch darf nur sieht man das fragen, wenn er die Hose auszieht. Denkst du, okay? Huch. Ja. Geh mach rein auf Homo, hintergeh meine Fans. Die Idee schon vor einem Jahr gehabt fürs Experiment. Wo du dachtest, ich das Kapital und tausende Fans. Oder das Wodka bei dir Opfer in deinem Auge nicht brennt. Im psychotischen. Ey, ich kenn diese ganzen. Ich kann mich daran erinnern, dieses Berlin lebt nicht, Berlin stirbt. Aber diese anderen Sachen, die während der Psychosenzeit passiert sind, habe ich mir gar nicht gegeben. Ich fand das viel zu weird irgendwie. Kapital und tausende Fans oder das Wodka bei dir Opfer in deinem Auge nicht brennt. Im psychotischen Wahn macht der Schoß und auf hartes mit Lines Kapital, doch hat kein Kapital. Du bist ein Chef und hast dich selber gefeuert und mit dem Rücken-Titel auch nach Haus des Geldes gespoilert. Stark, Alter, aber real talk, ja. Ich selber gefeuert und mit dem Rücken-Titel auch nach Haus des Geldes gespoilert. Du bist ein Messiah, du bist nicht wie die anderen. Ey, du bist nicht gay, Junge, du bist behindert. Geht so wie du willst, aber bitte ab am Start. Was muss ich das klären mit der lyrischen Pumpkin? Bam, bam, bam. Ein Outing als Flick mit für Geld, deine Rettung. Stattdessen legst du Lines in ein Case wie die Tattoo. Du kriegst nicht um null, kein Geld, ne Netto. Dafür kannst du sagen, du warst fake, homosexual. Okay, ein bisschen Zweckreim hier, homosexual auf Englisch ausgesprochen, aber es ist egal, geile Hook, Alter. Einfach vom Klangbild her. Eine sehr angenehme Hook. Das war gut, Freunde. Das war stark, Alter. Null kein Geld, ne Netto. Dafür kannst du sagen, du warst fake, homosexual. Krass. Und ob man darauf so stolz sein kann, ich weiß nicht, Digga. Punch kommt nach Punch, jetzt wird MP gekillt. Kleine Fotze, wenn ich will, wirst du mit MP gekillt. Ey, du sagst selbst, du bist ein mieser Spacko. Drum reimt sich Miguel Pablo auf Fidel Castro. Du Fidel Castro, Leute, wer ist das? Ein Chat, wer den kennt, zwei Chat, wer den nicht kennt, bin ich wieder der dumme Junge aus der Nachbarschaft. Der bin ich sowieso immer. Ich habe den Namen schon mal gehört. Es ist Fidel Castro, war ein kubanischer Revolutionär, Politiker und Diktator. Okay, er war Regierungschef der Staats... Okay... Ja, als wenn wir alle schreiben, oh, bla 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 bla, muss man kennen, Leute. Lass mich in Ruhe, Alter. Gibt's keinen Fick auf die Empörung? Und ja, du hast Money. Bipolare Störung, hier auf YouTube wirst du nie wieder. Check ich auch nicht. Fick auf die Empörung? Und ja, du hast Money. Was ist, was? Money? Money? Sagt jetzt nicht, dass ihr es auch schon wieder alle wusstet, Leute. Ich bin nicht so dumm, wie ich in den Videos aussehe. Ich schwöre es euch.
eine, achso, eine Manie. Achso, eine Manie, okay, okay. Manie. Die Manie kenne ich, okay, okay. Okay, es hat, die Betonung hat mich nur verwirrt, ich schwöre es euch, Freunde. Wir machen einfach weiter. Bipolare Störung, hier auf YouTube wirst du nie wieder mehr Geld rausspülen. Du wirst von Dunkelheit begleitet wie bei Weltraumflügen. Bist nicht besser als der Typ, der Master war mit Kissing Pranks. Heute in Dislikes baden, früher in Chicken Wings. Sich Fehler. Oh, starke Zeile, starke Zeile. Heute in Dislikes baden, früher in Chicken Wings. Stark, Alter. Highlight-Zeile irgendwie, weiß nicht, die hat gesagt. Typ, der Master war mit Kissing Pranks, heute in Dislikes baden, früher ja, Chicken Wings. Sich Fehler sind von diesem Lauch nicht zu dulden. Mit deinem Coming-out wolltest du nur raus aus den Schulden. Anstatt wie jeder einfach arbeiten zu gehen, kauft der Gucci Nike auf euch Balenciaga und Cartier. Doch in Zukunft lässt du besser deinen Warenkorb verstehen, denn für diesen kleinen Fehler zahlst du mit deiner Karriere. Der sammelt Schuhe wie eine Deichmann-Filiale. Wenn er reich wird, der Knabe, dann ans Zeitungsblamagen. Dich zu sehen brennt in den Augen wie eine Reizgasanlage. Drum wird YouTube für dich leider keine Wildcard mehr haben. Dass du ehrenlos bist, wird hier jeder unterschreiben. Karma wird das regeln und dein Weg wird Richtung Scheiße. Du hast so viel noch zu tun, um jeden Fehler zu begleichen. Fang lieber schon mal an, bevor ich rede, statt zu schreiben. Du bist frei, du bist nicht wie die anderen. Nee, du bist nicht gay, Junge, du bist behindert. Geht so wie du willst, aber bitte ab Anstand. Was muss ich das klären mit der lyrischen Pumpkin? Bam, bam, bam. Ein Geile, eine ganz, ganz krasse Hook, Leute. Ganz, ganz krasse Hook. Krass. Krasser, krasser Track, Alter. Real Talk, Leute. Real Talk, ja. Stark. Vor allen Dingen für diese kurze Zeit. Und diese kurze Zeit, Leute. 22.01. Wann kommt das Miguel Pablo Video? Am 19. oder am 20. irgendwie so. Ich glaube am 19. Zwei Tage, zweieinhalb Tage irgendwie. Für alles. Sehr strong, Freunde. Du kommst so gleich ein großes Mini-Fazit, ja? Was soll ich sagen, Alter? Sehr, sehr krasse Zeilen drin gehabt teilweise. Also wirklich Highlight-Zeilen drin gehabt, fand ich. Hook sehr schön vom Hörgenuss auf jeden Fall. Und Meister hat jetzt nicht zu hart. Er hat ihn nicht zu hart auseinandergenommen. Weil, also er ist noch ein bisschen respektvoll in Anführungsstrichen geblieben in einigen Punkten, ja. Er hat ihn jetzt nicht in Grund und Boden gedisst wie ein Yo Olli, sag ich mal. Aber es war verhältnismäßig in Ordnung, meiner Meinung nach. Also ich kann sagen, ich habe das, was ich erwartet habe, habe ich bekommen noch eine Schippe mehr sogar an Qualität, weil ich, da waren echt gute Zeilen dabei, Alter. Boah, strong, Leute. Sehr, sehr nice. Ich fand's gut, Freunde. Lasst mal eure Meinung gerne dazu da. Vergesst nicht, beim Originalvideo von MySap vorbeizuschauen. Lasst ein bisschen Liebe da und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, hey, so wie immer. Und ciao.